Herzlich willkommen zu Ihren SHK-TV-Nachrichten. Heute haben wir diese Themen für Sie. Die SHK-Branche trifft sich in Nürnberg. Wärmepumpen-Neuheiten von Weiland. 60 Jahre SFA Sanibräu und alte Öltanks. IWO-Geschäftsführer Adrian Willig im SHK-TV-Interview. Regenerative Heizsysteme, ganzheitliche Badsanierung, ressourcenschonende Trinkwasseraufbereitung, Digitalisierung, smarter Kundenservice und Tipps zur Nachwuchsgewinnung. Das sind die Top-Themen der IFH in Therm. Die Fachmesse für Sanitär, Heizung, Klima und erneuerbare Energien greift aktuelle und zukünftig relevante Aspekte auf. Und es ist wieder soweit. Rund 650 Aussteller präsentieren vom 10. bis zum 13. April in 8 Hallen des Messezentrums Nürnberg neue Produkte, innovative Ideen und passende Lösungen. Ein Besuch der Messe lohnt sich für jeden SHK-Betrieb. Alle Marktführer der Branche sind dabei und natürlich schauen auch wir uns auf der Messe für Sie um. Und es gibt Neues aus dem Hause Weiland. Da rückt die Wärmepumpe in den Fokus. Davon hat das Unternehmen gleich zwei neue im Angebot. Zum einen also eben die Arotherm Split, Kältemittel Split Gerät mit einer Außeneinheit, also mit Hydraulik Tower. Und auf der anderen Seite zwei innen aufgestellte Wärmepumpen. Einerseits die Versotherm für hohen Warmwasserbedarf und zum anderen die Reco Compact, also unsere All-In-Variante, die integrierten Speicher verfügt und die auch über Lüftung verfügt. Ja, und beides wird schon sehr bald auf dem Markt sein. Korrekt, wir werden in zwei Etappen die Produkte in den Markt bringen. Der erste Meilenstein ist der 1. Juli für die außen aufgestellten Anlagen mit Leistungen unter 7 kW und dann im zweiten Schritt die Leistungen größer 10 bzw. 12 kW auf der einen Seite und auf der anderen Seite die innen aufgestellten Wärmepumpen Reco Compact und Versotherm auch mit Stichtag 1. Oktober. Bei SFA Sanibräu wird dieses Jahr Jubiläum gefeiert. In Frankreich geht das Unternehmen ins 60. Jahr. Ja, die Firma SFA Sanibräu ist ein familiär geprägtes Unternehmen. Uns gibt es in Frankreich seit 60 Jahren. Unsere Geschichte begann und ist auch noch aktuell mit dem Headquarter in Paris. Wir haben drei Fertigungsstandorte in Frankreich mit einer sehr herausragenden Fertigungstiefe. Das heißt also auch unsere Motoren für unsere Pumpen fertigen wir komplett selber von der Wicklung, von den Kunststoffteilen, komplett durchgehend aus eigenem Hause. Und damit haben wir auch Attribute, die wir schon seit Jahrzehnten unser eigen nennen können. Sicherheit, Verlässlichkeit, aber auch Qualität. Hier für den deutschen Markt mit 5 Jahren Garantie begleitet für alle Sanibräu-Produkte. Das ist unsere Geschichte aus Frankreich kommend. Für Deutschland haben wir Folgendes vor. Wir haben uns vertrieblich neu aufgestellt, den Marktgegebenheiten angepasst, das heißt in Bedeutung für Sanibräu. Wir haben drei Verkaufsleiter eingestellt und intern befördert, die entsprechend mit 7 Außendienstpersonen den mehrstufigen Vertrieb nach wie vor unterstützen. Zusätzlich haben wir für die Marke Kinedo auch eine neue Verkaufsleitung eingeführt, die dann als Spezialistenteam dem Badezimmermarkt entsprechend für unsere Marke Kinedo gerecht werden soll. Das Thema Öltanks als Energiespeicher steht für das Institut für Wärme- und Öltechnik immer auf der Tagesordnung. Allerdings sind viele Tanks inzwischen in die Jahre gekommen, so das IWO. Ja, rund 20 Millionen Menschen heizen in Deutschland mit Heizöl und demzufolge hat der Energiespeicher, der Heizöltank, eine wichtige Bedeutung zur Energieversorgung. Wenn Sie sich überlegen, allein in den Heizöltanks lagern etwa 20 Millionen Kubikmeter Heizöl. Das ist also ein super Energievorrat, auch in Krisenzeiten. Und leider sind viele dieser Tanks älteren Baujahrs. Und es geht darum, diese Tanks zu ertüchtigen oder durch moderne, platzsparende neue Tanks zu ersetzen. Und da bieten wir dem Fachhandwerk eine Reihe von Aktionen und Hilfsmitteln an, um dieses Modernisierungsgeschäft im Sinne der Tankerneuerung anzukurbeln. Informationen für die Tanksanierung und Erneuerung stehen natürlich zur Verfügung. Naja, wir haben beispielsweise die technischen Regeln Ölanlagen, also ein Fachbuch, in dem alle Dinge aufgeschrieben sind, die beim Einbau neuer Tankanlagen zu berücksichtigen sind. Und wir haben beispielsweise eine sogenannte Tankfit-Aktion, bei der Mineralölhändler und
Handwerksbetriebe und Tankschutzbetriebe zusammen das Tankgeschäft mit Verkaufshilfen unterstützen können. Ja, soweit Ihre SAK-TV-Nachrichten für heute. Morgen geht es in unserem Produkt im Blickpunkt um das Wohnungsbausystem von Wolf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin.